Hallo Leute und hey! Wer den Abnehmen-Vlog Nummer 13 geschaut hat, der weiß, dass ich jetzt 4 Wochen lang vegan leben werde. Aber was kann man eigentlich als Veganer so essen? Ich bin ein bisschen durch die Läden gestreift und hab mal so geschaut, hey, welche vegane Produkte gibt es? Was esse ich eigentlich ganz gerne und gibt es die auch in vegan? Und was ist da drin und schmeckt das überhaupt? Und deshalb werde ich heute mit Mike, wir werden heute 3 vegane Ersatzprodukte probieren. Was sagst du dazu? Ich bin erstmal gespannt. Kann sowas schmecken, kann es nicht. Werde ich davon sterben, brauche ich einen Krankenwagen. Mal sehen. Lasst uns erstmal schauen, was ich überhaupt besorgt habe. Mike, ey. Wer mich so ein bisschen kennt, der weiß, ich liebe Nuggets. Ich liebe Nuggets. Und deshalb testen wir als allererstes vegane Nuggets. Kann man das lesen? Hast du schon mal so einen Scheiß gegessen? Nein. Hatte ich auch eigentlich erstmal nicht vor. Ja, du kannst es auch gebrauchen. Ja. Ich meine, guck mal. Nein, es reicht, wenn du dich mal rasieren willst. Komm, gleichzeitig einfach so. Nein, du musst auch von der anderen Seite, Mann. Ja, und dann treffen wir uns in der Mitte, oder was? Ja. Schnitt. So. Fertig? Ja. So, rein optisch sehen die eigentlich aus wie echte Chicken McNuggets. Chicken Nuggets. Wir haben hier originale McDonald's-Soße, weil vielleicht ist das so täuschend echt. Riech mal dran. Ja. Riecht ein bisschen nach Kartoffeln, finde ich. Ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall nicht eklig. Ja, ne? Erstmal nicht, nein. Ey, guck mal, ich habe mir meinen Finger gerade verbrannt. Ey, guck mal. Also so ungefähr 3 bis 4 Hautschichten sind weg. Ja, wenn die vegan kocht, Leute, passt auf jeden Fall auf. Also, das riecht auf jeden Fall mehr nach Chicken als das hier. So. Oh Mann, im nächsten Video zeigen wir euch, wie man einen Erste-Hilfe-Kurs belegt. Ah, das tut ehrlich gesagt schon weh. Gute Soße, die kann alles retten. So. Süß-Sauer-Soße, wer mag schon keine Süß-Sauer-Soße? Also, wer nimmt schon ekliges Barbecue, wenn man Nuggets bestellt? Süß-Sauer, Mann, ist der Shit. Probier als erstes. Wie viel das Versuchskaninchen hier? Nein, ich esse doch auch nicht. Okay. Alles klar. Überleg mal, du musst, wenn du da reinbeißt, daran denken, dass dafür kein Hühnchen gestorben ist. Es läuft noch froh über die Wiese und singt Lieder. Ist das unbedingt besser? Ich weiß es nicht. Das ist voll braun innen, ne? Ja. Ich warte mal, was du dazu sagst. Mach erstmal. Nein, Mann! Du musst doch sagen. Ich. Gut oder nicht gut? Es schmeckt auf jeden Fall nicht nach Chicken. Es ist. Ich weiß nicht, es ist. Ich weiß es nicht. Es schmeckt nicht scheiße. Also, das schmeckt nicht. Ich probiere jetzt mal ohne Soße. Mhm. Es ist auf jeden Fall nicht labbrig oder so. Es schmeckt. Mein Finger beeinflusst, glaube ich, gerade den Geschmack, weil ich meinen Finger voll rieche. Das ist. Dein Finger ist nicht vegan, das darfst du nicht. Es schmeckt nicht schlecht, es schmeckt sogar fast gut, aber es schmeckt halt überhaupt nicht nach Nuggets. Der Inhalt, es ist so ein bisschen bräunlich, ich weiß nicht, ob man das so jetzt gut erkennen kann. Es schmeckt echt eher pflanzlich wie fleischlich, ja, ne? Ja. Also irgendwie, so Kartoffeln kommt doch echt. Wie gesagt, ekelhaft finde ich es auch nicht, aber es kommt nicht in Bock in die Nähe irgendwie nach Chicken. Mhm. Oder so. Man merkt schon auf jeden Fall, dass es irgendwie pflanzlich oder auf jeden Fall kein Fleisch, das merkt man auf jeden Fall. Aber es schmeckt gut.
Also ich könnte mir vorstellen, auch wenn ich kein Veganer bin, abgesehen vom Preis, weil die echt teuer sind, ne? Aber rein vom Geschmack her könnte ich mir echt vorstellen, dass ich mal sage, boah, jetzt hätte ich mal Bock auf vegane Nuggets. Man gewöhnt sich dran irgendwie, jetzt finde ich es gar nicht mehr so schlimm. Es geht voll. Es geht, ja. Also schlimm ist es nicht. Es geht auf jeden Fall schlimmer, ja. Aber natürlich, keine Frage, Nuggets, ich liebe Nuggets, ihr wisst es, da kommt nichts dran. Das ist weit entfernt. Ja. Das ist weit entfernt, auf jeden Fall. Als zweites kommt Schnitzel. Dieses Schnitzel, muss ich ehrlich sagen, habe ich nur gekauft wegen dieser netten, wunderschönen Frau auf der Verpackung. Ich weiß nicht, was sie da aussagen will. Schmeckt das Schnitzel so krass, dass sie so abgeht? Oder schmeckt das so krass überhaupt nicht? Lass es mal schauen. So. Das hier soll ein Schnitzel sein. Ich habe gerade auf der Verpackung gelesen, ein Gemüseschnitzel. Aber da sind auch irgendwelche Bestandteile drin von irgendwas, was Fleisch ersetzen soll. Sieht nach Kartoffeln aus, kann das sein? Es sieht jetzt nicht unappetitlich aus, aber ich habe auch überhaupt keine Ahnung, wie das schmeckt. Wie gesagt, die Tante auf der Verpackung, die bleibt im Hinterkopf. Mike, hau rein. Es ist irgendwie... Warum tauscht du das jetzt? Es geht immer nach dem Äußeren, ne? Lass dich jetzt nicht vorbei die Finger beeinflussen. Es riecht richtig streng, ey. Boah. Ey, hier sind Erbsen drin. Ja. Dreh das mal an. Bei mir ist Mais drin. Erbsen, Mais. Das ist bestimmt die gleiche Masse wie halt bei den Nuggets. Es riecht auf jeden Fall sehr, sehr nach Gemüse, okay? Hier, wollt ihr probieren? Okay. Das ist gar nicht mein Fall. Das ist überhaupt nicht mein Fall. Das Problem ist, wenn ich an Schnitzel denke, denke ich an eine feste Konsistenz. Es ist so total weich und... Puh. Es schmeckt jetzt auch nicht eklig. Hier ist jetzt zum Beispiel relativ viel Fleisch. Es ist... Irgendwie waren die Nuggets besser. Ich weiß jetzt nicht, ob das die gleiche Masse ist. Aber hier ist die Konsistenz irgendwie anders. Die ist viel zu weich. Die ist... Man muss sich diese Konsistenz so vorstellen, dass das jetzt kein festes Fleisch ist, sondern wie so eine Masse. Wie so ein, wie soll ich sagen, als wenn man das so aus der Tube rausdrücken kann. Ein gebackener Brei quasi. Genau, so wie Kartoffelbrei, so in etwa. Und der Geschmack ist zwar jetzt nicht ganz so schlecht, aber die Konsistenz harmoniert damit nicht unbedingt. Die Nuggets konnte ich mir schon eher vorstellen. Ja. Die waren schon eher so ein bisschen, wo ich sagen würde, das könnte ich essen. Aber das ist überhaupt irgendwie in keinerlei Hinsicht irgendwie um Fleisch zu ersetzen. Das schmeckt mir wirklich, es ist mir jetzt von der Konsistenz, es spricht mir gar nicht an. Ich mach mal so ein Ding auf. Das ist wie gesagt irgendwie... So ein Brei, ja, man sieht das nicht so gut in der Kamera, ne? Pflanzengemüsemasse einfach. Es ist wie gesagt, wenn man das so zerdrückt, das... Ja. Ja. Also würde ich jetzt nicht nochmal kaufen, also... Nein. Auch bei dem Preis 4 Euro, ich glaube 4 solche Stücke waren da drin. Ist auch wieder ein ganz schön mutiger Preis. Ja, es gibt bestimmt Leute, denen das schmeckt oder so, aber wenn ich das jetzt einem Schnitzel gegenüberstelle, wow. Bei weitem nicht. Schnitzel, aber leider sofort. Leider nein. No. Nein, ich hab noch ein Stück, Dankeschön. Nein. So, leider nächste. Nein. Und als drittes Produkt kommt, du fängst es auf, ne? Und als drittes Produkt kommt... Alles gut. Ich
Der wird dann nach Ei schmecken, aber der Beste ist ja nicht vegan. Nein, wir dürfen auch kein Ei essen, vegan. Ja, deswegen. Und als drittes kommt vegane Fleischwurst. Fleischwurst ist das Unveganste, was es eigentlich gibt. Und dann habe ich diese Fleischwurst gesehen, die komplett vegan ist. Was ist da drin? Wie schmeckt das wohl? Ein bisschen Angst habe ich. Das ist, ja, gucken wir. European Vegetarian Union. Lach meine Wurst nicht aus, sie ist teurer wie deine. Was mir sofort aufgefallen ist, dass diese veganen Produkte alle wahnsinnig teuer sind. Diese kleine Wurst hier, die ich ja, an einem Frühstück vielleicht in zwei aufessen könnte, kann auf jeden Fall, die hat 2,50 Euro gekostet. Und da ist nicht mal ein Tier drin. Was ist da drin? Blätter. Wackelpudding-mäßig, ne? So kannst du nicht erkennen, dass das keine echte Wurst ist. Dann sei jetzt nicht vegan. Findest du, merkst du jetzt schon einen Unterschied? Ich weiß nicht. Nee. Mir macht diese Aufschrift so ein bisschen Angst hier. Wieso? European Vegetarian Union. Das hört sich so nach... Ich weiß nicht. Wieso macht dir das Angst? Die retten Tiere. Und, naja, also ein Flummi ist auf jeden Fall schon mal gut. Lass uns mal probieren. Wow. Das ist runtergefallen. Das gibt's gar nicht. Jetzt? Nein. Nein! Mach's nicht so spannend. Ja. Alter. Alter. Das ist die schusssichere vegane Fleischwurst. Ihhh! Was ist das? Siehst du da? Das ist total flüssig. Nee, doch nicht. Boah, ich weiß nicht. Oh, wenn das doch schon mal flutscht, warum flutscht sie so da raus? So. Wenn das doch schon mal mit als Schnitzel, dann ist sie. Das ist voll glibberig. Oh nein. Es, optisch sieht das echt jetzt so aus wie eine echte Wurst, aber es ist voll glibberig. Also es ist fest. Ja, es ist der Kern ist fest, aber das ist auch wieder irgendwie eine Masse so. So zusammengepresst in diese Wurstform. Punchmasse, ja. Boah, und ich hab mich voll gesaugt mit die. Ja. Sieht sehr nach Dschungelcamp aus hier. Oh nein, ich will es nicht. Komm, das ist dein Stück. Das Ganze? Ja, ey, weißt du, wie teuer die Wurst ist? Die muss richtig gut sein. Ja, ja. Siehst du. Hau rein, Mike. Du darfst erster. Okay. Ja, mach mal das mal. Ach, so schlimm ist das nicht. Komm. Fühlt sich erstmal ganz normal an, eigentlich. Der schmeckt fleischiger, als ich gedacht hätte. Es ist ziemlich stark gewürzt, eigentlich. Alter, es riecht wieder. Ja. Wie eine Wurst. Es schmeckt erstmal, würde ich ja nicht denken, dass das keine echte Wurst ist, aber es ist, du merkst, es sind ziemlich viele Gewürze drin, ziemlich stark, finde ich. Boah, überraschend nah. Überraschend nah. Ja. Oh, die Konsistenz ist ziemlich ähnlich einer echten Fleischwurst. Wenn du das im Mund richtig auseinander nimmst, dann irgendwann kommst du durch. Mhm. Da hast du sogar so einen leicht scharfen, also man merkt es, den ist Senf ziemlich stark drin. Gewürzt, es ist wirklich ziemlich stark gewürzt, finde ich. Ich finde, man merkt richtig den Senf da drin. Mhm. Wenn man das aber einfach so runterschlingt, dann würde man das, glaube ich, nicht bemerken. Ja. Echt, wenn man das richtig durchkaut. Das ist wirklich leicht scharf am Ende, ne? Mhm. Also wirklich vielen Produkten ist Senf drin, Senf und Teile von der Kartoffel, ne? Also bei der Wurst muss ich sagen, wenn ich jetzt diese 4 Wochen vegan essen werde, könnte ich mir vorstellen, das aufs Brot zu legen, weil ich einfach nicht weiß, was ich sonst da drauf legen soll. Es wäre machbar, auf jeden Fall sowas zu essen. Aber ich glaube, mir geht es dann nach ein paar Wochen auch schon richtig auf den Sack, ey. Ja. Also ich finde, man kann es essen, wird aber auch kein Favorit werden, finde ich. Aber es ist auf jeden Fall
ein kleiner Ersatz zum Fleisch. Also ich würde schon... Es ist nah. Ja. Es ist wirklich nah, aber man kann nicht sagen, dass es täuschend ist. Nein. Also täuschend echt ist das nicht. Man, also man hat ein leichtes Brennen auf der Zunge tatsächlich. Also ja. Wie gesagt, da ist Senf drin, Senfkörner und was weiß ich was. Das spürt man sehr stark. Also ja, schmeckt, wie du schon sagst, richtig gewürzt. Ja, ne? Es ist wirklich eine Masse aus Gewürze und ja, pflanzlichem Zeug. Aber ich finde es auf jeden Fall um einiges besser als der Schnitzel. Ja, der Schnitzel war echt nicht gut. Es ist nicht so weich, es ist wirklich schon von der Konsistenz ganz gut. Also da muss ich auch wieder sagen, wenn der Preis nicht so krass wäre, gut, ich sehe jetzt keinen Grund darin, wenn ich kein Veganer bin, sehe ich keinen Grund, diese Wurst zu kaufen. Also aus dem Geschmack heraus nicht. Wie gesagt, diese Wurst ist ganz nett, wenn der Preis nicht wäre. Wie viel war das nochmal? 2,50 Euro für dieses kleine Stück. Ich weiß nicht, wie teuer ist so eine richtig... Also die gibt es meistens in so Zweierpacker, ne? Diese große Wurst. Die kostet dann vielleicht 2,50 Euro, aber wie viel ist da drin, ne? Das ist echt nur so ein kleines Stück. Kann man sagen, echt das fast das 3- bis 4-fache. Muss man schon überlegen, auf jeden Fall. Also ich finde es jetzt... Ja, aber ganz ehrlich, was soll ich sonst aufs Brot legen? Ich darf keine Butter benutzen, keine Margarine. Ich darf höchstens Marmelade benutzen und die hat extrem viel Zucker. Das kannst du auch nicht einfach so die ganze Zeit essen. Mir bleibt nichts anderes übrig als eine Gurke oder das halt. Also eine Variante hast du auf jeden Fall schon mal, die du essen könntest, finde ich. Die Chicken Nuggets würden auch noch gehen. Ja, die Nuggets waren okay. Aber das Schnitzel würde ich auf jeden Fall sagen, ist gar nicht mein Fall. Es ist von der Konsistenz alleine, es ist einfach, ich finde es schon fast unappetitlich. Wenn du jetzt ein ganzes Stück isst, ist es einfach eine labrige Masse mit, ja gut, Mais mag ich oder Mais mag eigentlich fast jeder. Aber hey, vielleicht gibt es Leute, die das auch mögen. Ja. Ne, man kann jetzt nicht sagen, es ist komplett eklig oder so. Also man kann es essen, ich muss es ja jetzt nicht rauswürgen oder so. Aber wir beide sind uns einig, dass uns das auf jeden Fall nicht gut geschmeckt hat. Ne, also vor allem, wenn wir auch gerne Schnitzel und sowas essen. Ne? Was würdest du sagen, was würdest du als erstes eher essen? Also wirklich die Nuggets dann? Also ich fand die Nuggets super. Schon ziemlich schwierig. Ich fand die Nuggets jetzt natürlich auch nicht schlecht. Ich müsste schon gucken. Also ich fand, die ersten zwei Bisse waren echt gewöhnungsbedürftig. Aber wo ich das Stück dann doch gegessen habe am Ende so, man hat sich schon ein bisschen dran gewöhnt. Also es war schon... Ich würde, glaube ich, ein paar Stückchen essen können, das wäre jetzt nicht so schlimm. Also die Nuggets wären auf jeden Fall auch eine Alternative, finde ich. Die Wurst auch, aber das Schnitzel auf jeden Fall, wie gesagt, das wäre auf jeden Fall keine Variante. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass keines dieser Produkte die echten Produkte ersetzen kann. Also keins ist täuschend echt und keins kann man den Leuten vorsetzen und sagen, hey, guck mal, das sind doch Nuggets, ne? Das wird man schon merken, dass das keine echten Nuggets sind. Oder halt Wurst oder halt Schnitzel. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es andere Produkte, die wir jetzt nicht ausgetestet haben, die täuschend echt sind. Aber essbar sind sie, aber wirklich nicht hundertprozentig genauso wie ihre Vorbilder. Genauso ist es. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt in den nächsten 4 Wochen komplett vegan ernähren. Ich werde mich richtig informieren, was kann ich da essen, was nicht. Welche Produkte sind vegan, also auch Produkte, die jetzt nicht unbedingt in der veganen Abteilung zu finden sind. Das war's auch schon. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze ausgeht, dann gebt dem Kanal doch ein Abo. Wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr auch Bescheid, was ihr machen müsst. Ich danke euch fürs Zuschauen und hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ey, ich fange erst morgen an mit dem veganen Zeug, sollen wir uns Snacks holen?